Uiuiuiui. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Zum Let's Play von Resident Evil 2. Am Ende der letzten Folge ist mir aufgefallen, wie dumm ich eigentlich bin. Ich habe die ganze Zeit das USB-Dongle in der Kiste übersehen, aber ich habe ja jetzt alles geholt. Und wir können uns jetzt wieder auf dem Weg in Richtung Kanalisation machen. Ja, jetzt beginnt der Teil, in dem ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Ich habe die MP abgeholt. Und kann die jetzt ausprobieren. Ich weiß, dass unten noch das Polizeiding noch einmal eingesetzt werden kann. Werde ich, denke ich mal, auch noch mal holen. Dafür kriegt man, glaube ich, den Silencer für die MP. Den gehe ich mir dann noch holen, ja. Ich habe jetzt auch den Karo-Key dabei. Weiß nicht, ob ich den noch in der Zukunft irgendwann brauche. Aber ja, geht ja jetzt erstmal gleich wieder raus. Claire macht sich ja gerade auf den Weg zum Waisenhaus, um Shelly zu retten. Ich muss einmal ganz kurz gucken, ich habe Performance-Probleme. Ich hoffe, es ist was besser jetzt. Genau, hier ging es runter. Ein Safe Room. Ach scheiße, hier war ja... Komm ich hier überhaupt lang? Dahin muss. Aber ich habe das Gefühl, da ist keine Chance gerade hinzukommen. Ja, okay. Das heißt, das kann ich mir gerade abschminken. Hätte ich doch den doofen Eingang aus der Polizeischutz unten nehmen. Holy shit. You again? Ja, dann like it. Wo kommt der her? Oh, das nehme ich mit. Aber die Mucke macht mich jedes Mal fertig. Regen. Ich komme jetzt die ganze Zeit hinterher. Furchtbar. Keine Munition mehr, das ist auch schlecht. Looks like the only way forward. Ah.
Na klar haben wir. Das sieht doch irgendwas. Ja, haben wir. Ich habe keine Munition mitgenommen. Ich habe die MP-Munition vergessen. Das sucks. Irgendwas rum. Das stresst. Das stresst. Ich sehe. Oh, da liegt noch was. Oh. Geht. Mal hier so ein Polizeiauto looten. Gotta be the orphanage. Ah, wirklich? Hm. Hätte es gedacht. Ich hab sie voll die Tür auf. Hang on, Sherry. Was ist das, Alter? Sind das fucking Gräber? Oh. Waisenhaus? Oh. Fällt mir nicht so. Hello? I have the pendant. Oh, was soll ich machen? Gehen wir mal gucken. Wirklich. Los.
Der Chestburster hin, Alter. Ich werde. Jetzt soll ich nochmal oben gucken gehen? Da ist ja noch was. Doch gerade was Geräusch gemacht. Okay, hier macht die noch was Geräusch. Sherry? Sherry, are you here? Eine Notiz. Vom Direktor. Den fraglichen Vorfall betreffend freue ich mich, berichten zu können, dass alles erledigt wurde. Am 19. Februar nach Brand 628 aus dem Labor aus und in unserer Einrichtung an. 628 zählte zum Bewerberpool der Einrichtung und drang dort wohl auf der Suche nach Hilfe ein. 268 wurde von unserem Personal schnell festgenommen. Da an 268 einer der klinischen Versuche vorgenommen wurde, bestand die Möglichkeit, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. Wir haben darum zur Vorsicht sämtliche Probanden entsorgt. Dies wurde von unserem Sicherheitspersonal rasch erledigt, dem ich dafür herzlich danken möchte. Unsere Nachbarn haben mir erzählt, dass wir sämtliche Kinder aufgrund des baufälligen Zustands des Gebäudes zur Sicherheit vorübergehend in ein anderes Waisenhaus umquartiert hätten. Was die Zukunft dieser Einrichtung betrifft, so habe ich vor, nach ihrer vollständigen Dekontaminierung weiterer Probanden sicherzustellen. Crazy Motherfucker. Das war's, okay. Dann gehen wir mal voll. Ich glaube, ich weiche ja trotzdem nochmal ab. Sherry, where are you? Claire! Sherry, I'll be right there! Eingeschlossen. Noch ein Pistol. Keep going. Er ist so laut. Einmal so schnell. Sherry, come on.
dramatisch. Das gefällt mir nicht. Wake up. Wake up. Open your eyes. Hold still. Not infected. Sherry. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? Impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where oh, Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who's that? The creature responsible for this. What? Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. Yeah. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Gelaunte Menschen. Where did Sherry go? Kann gleich wieder nicht schlafen. Öffne. Sherry's father. Immer abspeichern. Hochleistungs. Ich wollte noch mieten. Dies. Oh, das hab ich getan. Und hätte gerne noch. Normale Munition. Bericht über G. Klinische Beprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von dem neuen Wesen, das die Welt überflügeln wird, möchte ich dessen biologische Funktion prognostizieren. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er seine Sprachverwirrung. Schließt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Lebens- und Fortpflanzungstrieb werden. Und seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann er sich an jede Umgebung anpassen. Er besitzt die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Dies bemerkenswerteste Eigenschaft wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und ihnen ein. Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unterentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder. Okay.
überhaupt nicht. Ich schreck mich jetzt gleich zu Tode, ich weiß es. Hier? Jetzt das Umbrella-Akku. Director Owens, im Nest jagt ein Alarm den Nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich. Director Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das unfallsichere System ist gar nicht angesprungen. Oder ist ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von A. Anfang an. Zuck. Uff. Ich google das eben ganz kurz. F. Oh, mach ich gar nicht. Also rein. Gut. Der hat noch Bock. Ja, auch. Okay, ich panik ein bisschen. Gib's zu.
Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry! I was scared. Those things were everywhere, and... You should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Kindeswohlgefährdung. Oh no. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Sherry, red. Mag das hier alles nicht. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an der Kanalisation der schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unser Design keinesfalls unterirdisch sein müssen, weil wir unter Tage arbeiten müssen. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich drauf, Sie vor Ort zu treffen. Sie oder Knights Construction Company. Ehrenmitglied des Weltschachverbands. R.B. Fischer. Ich habe beim letzten Irrentransfer das Ding verloren, an dem steht, wie man die Tür zur Oberreich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedem Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern haben, welche vorhin gehört, sei doch bitte so lieb und teile sein Wissen an der Pinnwand. Stecker finden. Edith. Kanalisationssafe. Eben noch. Rechts, 12, links bis 8. So, keine Kackwaffe.
Okay. Nein, wir machen ja noch unten. Ist ja voll dunkel. Ah. Lasst mich an. Er ist wichtig. Eigentlich. So, habe ich eigentlich. Noch mal runter. Was? Okay. This place is creepy. Was für? Okay, die MP ist ganz geil.
you. Ich bin gekommen, als ich wollte. Oh shit, ja, okay. Ist da rein. Eins. Crazy. Mach ich das? Ja.
Da hoch kann ich nie. So erschreckend bist du nicht. Wer bist denn du? Apfel, Zitrone, Kirsch hört sich nach einer guten Mischung an. Oh shit. Ist klar hier. Guck mal, da kann ich dann durch. Muss ich noch einen mitbringen davon? Ist doch Quatsch. Vielleicht hätte ich einen mitnehmen müssen. Ich bin aber auch, glaube ich, doof. Willst du nehmen? Den da nehmen, dann könnte ich doch wieder mitnehmen, oder nicht? Nein, kann ich einen mitnehmen. Das. Da wieder ein. Komm ich zumindest raus, ja. Oh, dann. Hab ich. Besser mit. Was da noch ist. So. Ah. Ich
Habe ich nicht verstanden, die Waffe. Da kam ich her. Mich irgendwann mal beißen lassen, meine Items immer verschwenden. Ecke? Ah, ich bin so stupid. Oh Gott, ich muss...
Wenn jetzt wieder hier einer aufsteht, dann raste ich auch. Das ist echt eklig hier unten. Ja, den Helm anziehen. Kann mich bestimmt gut schützen. Einen Augenblick. Boah, das sieht nicht so. Let's go. Was soll schon passieren, ne?
Ticket. Fuck, ich habe keine Munition mehr, nix. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist eine Einspritzungskammer, hört sich super an. Ganz viel Munition. Ja. Kriegst du eure Granaten? Okay, I take that. Shit. Shit, shit, shit. Komm, ich mal reingehe. Fuck this for real. Gut. Oh, bitte. Ach du Pisser. Sachen. Problem. ZF. Der Code für das eine Voreingeschloss. Habe ich schon. Okay. Lang. Eine Frage. Ich habe Angst, da reinzugehen. Ja. Na oben. Oh.
kommt das Dongle rein. Für die gesilenzte MP. Ja, aber bei Hank vorbei hier gucken. Ah, aber. Ist da nichts bei sich? Ich? Ich laufe jetzt einfach an mir vorbei. Ich habe nicht so viel mit. Was? Irgendwas macht komische Geräusche. Dort war ich. Nee, nervt gar nicht, das ist komplett am Ruckeln, ist das Spiel. Ne, ist okay. Ist in Ordnung. Okay. Wir müssen die Figuren hier schon mal einsetzen. Ich hätte da einmal rübergehen können. Aber this is not my forte.
Was hatte ich jetzt? Ich hab... Dongle wollte ich mit... Ah, das Tape kann ich da rein tun. Bis hier. Oh no. Ich hab das Ding in der Polizeistation gelassen, oder was? Puh, das ist nicht. Das ist wirklich selten dämlich. Nee, da habe ich Scheiße gebaut. Naja. Geh trotzdem nochmal den Bauern da bei der Einbrücke einsetzen. Bei dem Raum bestimmt. Ich könnte jetzt nicht sagen. Okay, da war eine Steckdose. What the fuck? Ah, na gut, da kommt der Bauer rein. Ja, ja, klar. War ich doch. Oh Mann. Aber hier scheint mal aus. Mal sehen. Von mir. Okay. Mach mal Platz ab.
All right, Sherry. On my way. Keine Granaten mehr und kein Flashbang mehr. That's bad. That's really bad. Da komme ich ja noch vorbei. Oder kann. Ah, ich glaube, ich weiß. Power. Must be. Ja. Be out. Und los. Als was passiert, nicht geschickt, um trotzdem zu schauen. Ja, ich weiß, was passiert. Er schreckt mich trotzdem zu. Hier.
Los. Passiert. Oh Gott, oh Gott. Ah, die Ruckler haben es nicht besser gemacht. Oh, shit. I'm so sorry. Sherry, this is taking forever. Sherry, du kannst erst mal kurz chillen. Ich gebe ihm heilen. Yeah.
Ausrüstung war schon mal besser. Munition ist echt rar. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him... This conversation is over! Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. That's richtig. Armes Kind. How do I know? Büro ist. Kriege ich jetzt die Munition da drin nicht? Nick said her lab's not far. Wait, that cable car. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Almost there, Sherry. We're almost there. Oh, good. The cable car. Here. Okay. Hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Okay, better check everything. There's no turning back. Da liegt Munition rum, Alter. Das war dumm. Alter. Guck mal. So. Doch, da.
Ja, gut. An der Stelle bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war gruselig, aber auch ganz cool. Und ja, ich denke, wir sehen uns ganz bald wieder bei der nächsten Folge.